Wir befinden uns hier in Wien, direkt vor der Wiener Stadthalle und auch hier in der Parkanlage. Da sieht man schön den Schnee liegen auf den Bänken, auf den Hecken und überall und auch am Spielplatz. Ja, leider ist Lockdown, das heißt, die Kinder können es momentan nicht so wirklich ausnutzen. Höchstens mal Herrschaften, die hier mit dem Hund spazieren gehen. Die Vierbeiner haben sich aber auch über die weiße Pracht gefreut. Klar, in Wien sind das tiefwinterliche Verhältnisse. Für einen Tiroler oder Vorarlberger wird es höchstens ein leichtes Angezuckert sein. Darstellen, was man hier in Wien sieht, dort kommt auch deutlich mehr runter, wenn man zum Beispiel bei Innsbruck schaut, bei den Hausbergen, da über 2000 Meter, da kommt schon einiges an Schnee zusammen und das wird sich dann in den nächsten Tagen sicher auch auszahlen, da mal die eine oder andere Skitour zu gehen. Wettertechnisch muss man sagen, aus dem Süden kommt das Schlechtwetter unter Anführungszeichen, also diese Kaltfront mit viel Niederschlag, die zieht tatsächlich von Kärnten bis rauf nach ins Burgenland quer über Österreich hinweg und so ist in dem Bereich auch immer wieder mit Niederschlag zu rechnen. Da muss man auch durchaus vorsichtig sein, wenn die Temperaturen wieder anziehen, kann es da und dort Blitzeis geben oder auch Schneematsch, also gerade mit dem Auto bitte eher vorsichtig unterwegs sein. Im Westen des Landes nicht ganz so viel Niederschlag, aber auch durchwegs viele Wolken. Die Temperaturen heute, die bewegen sich so zwischen minus 2 und plus 4 Grad. Wenn man etwas höher geht, dann so auf 2000 Meter Seehöhe, da sind wir so um die minus 6 Grad unterwegs.